Im Bereich Mountainbike Freestyle, BMX, Scooter, Inlineskate etc. Und zwar alles in der Stadt, in möglichst eigenen Parkanlagen oder mobilen Anlagen, da tut sich einiges. Unter anderem war jetzt vor kurzem ein Streetstyle-Contest draußen in München-Riem. So wie hier beim Streetstyle in München-Riem können sich Mountainbike- und BMX-Freestyler zukünftig häufiger präsentieren. Der Bike-Freestyle-Sport soll zurück in die Stadt kommen. Dafür braucht es keine Berge oder Hänge mehr, um Tricks und Skills zu trainieren und zu zeigen. Für Profis wie Lukas Knopf, Simon Moratz und Tobi Wrobel braucht es natürlich besondere Hindernisse und Rampen, damit die gestandenen Biker ihre Shows zeigen können. Für Einsteiger gibt es kleinere und einfach zu bewältigende Pump-Tracks, die extra aufgebaut werden können und so den Start erleichtern. Der Grundgedanke ist, dass Groß und Klein auf zwei Rädern mitrollen können. Egal ob Mountainbike, BMX-Rad oder Scooter. Wichtig ist, dass es Raum zur kreativen Entfaltung gibt. Die sogenannten Obstacles gibt es als feste, in Park installierte Version oder als transportable Anlagen. Diese können genauso von Skateboardern genutzt werden. Das Bild auf Plätzen und Parks könnte sich schon bald ändern, wenn sich Bike- und Skatesportler in den Städten treffen können. Und um diesen Sport wieder mehr in den Städten populär zu machen und auch allen zu ermöglichen, hat Benjamin Maschauer sich was einfallen lassen, zusammen mit ein paar Spätzeln. Erstmal servus und herzlich willkommen. Servus. Ihr wollt mehr diese mobilen Anlagen jetzt dann Städte, Gemeinde und so unterbringen. Und ihr wollt aber auch feste Anlagen installieren. Warum überhaupt erstmal? Also grundsätzlich richtig. Wir wollen natürlich, dass der Mountainbikesport und der Freestyle-Sport wieder mehr Beachtung findet, auch im urbanen Raum. Und dazu haben wir entsprechende mobile Pumptracks, die wir auch zu Shows etc. mitbringen, um den Kids vor Ort oder auch Erwachsenen, je nachdem, da kann tatsächlich jeder drauf, wieder das Gefühl zu geben, wie fühlt sich das an, über so eine Wellenbahn zu gleiten. Das ist das eine. Und das andere ist, diese entsprechenden Pumptracks, die fest installiert sind, also wirklich Rollsportanlagen, die aus Asphalt sind, haben mittlerweile einen extrem guten Anklang gefunden, weil man dort sich mit allen Rollgeräten, allen Rollsport, mit allen Rollsportmöglichkeiten, mit allen Geräten quasi, die Rollen haben, sich austoben kann und eben wieder sportlich betätigen kann. Ja, schön, dass ich dir helfen kann, weil ich kenne mich mit diesem Sport nämlich überhaupt nicht aus. Für wen ist es denn im ersten Moment interessanter? Ihr habt jetzt ja in Riem etwas vorgeführt, das waren ja Profis, die da am Start waren. Das waren ja wirklich diese aufgepumpten großen Luftkissen. Das ist nichts für einen Anfänger wie mich. Das ist absolut was für Profis gewesen. Also man hat auch gesehen, hier waren Profis dabei, wie der Lukas Knopf, einer der bekanntesten deutschen Mountainbike-Freestyler, Slopestyler, auch ein bekannter YouTuber. Entsprechend, das ist was absolut für Profis gewesen, einfach für die Show, um quasi den Leuten zu zeigen, was kann ich mit so einem Rad eigentlich überhaupt alles anstellen. Für die normale Allgemeinheit, sage ich mal, sind solche Rollsportanlagen, die wirklich nur mit Wellen, mit Steilkurven versehen sind, wo man sich rantasten kann, wo das Thema Sicherheit auch im Vordergrund steht, natürlich viel idealer. Die werden jetzt aber nicht mit Luftkissen ausgestattet, sondern die sind wie dann? Die sind komplett gebaut, asphaltiert quasi. Man macht vorher mit entsprechenden Hügeln eine Designlandschaft, designt quasi vorher eine komplette Planung aus. Und diese Planung setzt man dann entsprechend um. Also das heißt, es wird dann gebaut, asphaltiert und auch mit dem Event dann eingeweiht. Und es kam daher, dass du selber fährst, den Kontakt mit den Fahrern hattest, die sonst raus ins Gelände sind und gesagt haben, wir haben wenig Möglichkeit, uns zu präsentieren? Oder wolltest du einfach so eine Idee, so, ach, da hätte ich doch eine schöne Marketingidee für Shows, was war's? Sowohl als auch. Also wir sind von der Firma Radquartier, das haben wir aufgebaut die letzten 10 Jahre. Das ist eine Extremsporthalle eigentlich in Nordbayern, in Hof, bzw. Kirchenlamitz. Und haben uns gedacht, was könnten wir noch machen, um den Sport zu pushen? Und das war eben das Thema, wir bauen Anlagen für die entsprechenden Zielgruppen, also für Mountainbiker, für BMXer, aber auch für Skateboarder. Also Anlagen, wo sich wirklich alle begegnen können und wo jeder auch drauf fahren kann. Und das war so der Grundgedanke. Und da sind wir auf das Thema asphaltierte Pumptrack gekommen. Es ist in München seit vielen Jahren ein Thema in dieser Szene. Wir sagen, wir haben keine Trainingshalle, gerade in den Jahreszeiten, in denen es vom Wetter her schlecht ist, draußen was zu machen. Seid ihr denn da schon mal ein bisschen auch an die Stadt rangetreten oder versucht ihr vielleicht privat sogar irgendwie eine Halle zum Beispiel zu finden und dann so etwas anzubieten? Also tatsächlich haben wir schon mal mit der Stadt München bzw. mit dem Olympiapark gesprochen, um vielleicht mal sowas in die Wege zu leiten. Das ist tatsächlich nicht allzu einfach, obwohl ich glaube, dass München so ein Pumptrack extrem gut stehen würde. Ja, weil die Nachfrage, das haben wir auch gemerkt im letzten Projekt, das war in Bamberg, also in Litzendorf bei Bamberg,
Wir hatten mit 300 Teilnehmern gerechnet, letztendlich kamen 800 und davon 200 Radfahrer. Also da war tatsächlich Stau auf dem Pumptrack, muss man wirklich sagen. Weil ihr einen offenen Contest gemacht habt, gesagt habt, jeder kann kommen? Das wurde quasi initiiert von dem Bürgermeister, gesagt, wir brauchen sowas für die Jugendarbeit. Das wurde umgesetzt, auch mit Fördermitteln. Und dann gab es eine große Eröffnung und da kamen entsprechend viele Leute. Das hat uns sehr überrascht. Aber auch sehr gefreut natürlich. Wir hatten nicht mit so wahnsinnig viel Zuspruch gerechnet. Insofern glaube ich, dass für so eine große Stadt wie München zum Beispiel sowas ein absolutes Highlight wäre. Ein Weg in die Vereine zu gehen, um dort was auch für einen Showtag anzubieten, für einen Testtag. Ist das auch schon die Idee? Absolut. Also die Vereinsförderung ist auch etwas, was wir so ein bisschen forcieren wollen. Zu sagen, habt ihr vielleicht ihr Interesse? Sowas, braucht ihr sowas? Könnt ihr sowas benötigen? Wie sieht es aus, auch mit Schulen zusammenzuarbeiten? Damit wir einfach diese Vereinskultur auch wieder ein bisschen gefördert wird. Das wäre schon auch ein großes Anliegen von uns, ja. Bist du denn schon mal selber über so eine große Rampe gefahren und gesprungen in so ein Luftkissen? Ja, bin ich, aber es ist schon ein paar Jahre her. Wie fühlt sich's an? Mega. Was ist da so? Kribbeln? So wie 3-Meter-Turm runter oder eher? Ist schon eigentlich eher, also bei den Rampen, die wir gerade gesehen haben, ist es schon eher der 10-Meter-Turm, würde ich sagen. Ja, es ist auf jeden Fall schon ein Adrenalinkick, gar keine Frage. Aber die Rampe, die wir gerade gesehen haben, ist natürlich nur was für absolute Profis oder für jemanden, der das wirklich regelmäßig macht und wirklich auch sicher ist. Wir haben auch gesehen im Beitrag, die Jungs, die wirklich professionell unterwegs sind, haben das auch völlig im Griff. Jetzt gibt man noch eine Hausnummer ab, so quasi zum Ende, um so einen schönen kleinen Parcours aufzubauen mit einigen Hindernissen, Wellen für jedermann. Was würde das kosten, damit man noch mal weiß, was müsste vielleicht die Stadt oder eine Gemeinde aufbringen? Also grundsätzlich ist es schwierig zu sagen, was kostet sowas en Detail. Es hängt immer davon ab, wie sind die Geländebeschaffenheiten, wie ist der Boden, der schon vorhanden ist, also wie ist das Areal quasi aufgebaut. Dann muss die Designplanung natürlich stimmen. Also man kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber es sind natürlich schon ein paar 10.000 Euro muss man in die Hand nehmen, um entsprechend eine qualitativ hochwertige Anlage, die wirklich auch gut designt ist und die wirklich für alle, die dort drauf rollen wollen, wirklich passt. Ja, das ist sehr wichtig. Na gut, da bin ich gespannt, ob sich in den nächsten Zeiten was tun wird. Halt uns auf dem Laufenden, Benjamin. Wir würden uns freuen, wenn wir dich dann als sozusagen Begründer eines eigenen Bikeparks dann wieder begrüßen können. Danke für den Besuch heute. Vielen Dank euch.